Moin, die Damen und Herren, und wieder willkommen zurück zu Life is Strange. Wir haben ja jetzt dieses Toolkit gefunden und wollen jetzt unsere Kamera wieder reparieren. Dazu müssen wir jetzt erstmal zu Chloe gehen. Und in diesem, naja, Abstecher in dieser Wohnung haben wir einige Sachen rausgefunden. Und zwar, dass ja dieser Spasti von Security Fuzzi ihr neuer Stiefpapi ist. Dass er irgendwie hier die Wohnung überwacht, dass er irgendwie die Schule überwachen will, dass er Kate hinterher fotografiert, Gott weiß weshalb. Und mal gucken, was wir noch alles herausfinden werden. Gehen wir erstmal wieder in die Tür rein. Blup. Gott sei Dank ist Musik aus. Hi, kann ich jetzt mit dir reden? Bist immer noch im Qualm. You found the tools. Sweet. You can sit at my desk and fix your camera. Ah, traumhaft. So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me s- Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Ah, okay, was sagen wir jetzt hier? Sagen wir, ja, wir waren im Zimmer oder nee? Ja, komm, scheiß drauf, wir sagen die Wahrheit, wir sind ja ehrlich. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Eigentlich nicht. Also wir haben ja die Chloe nicht erkannt. Ich dachte, das wäre ein Spielfehler gewesen. Aber wir haben die Chloe nicht erkannt, weil die A kürzere Haare hat, B ein anderes Aussehen hat und C auch blaue Haare hat und nicht wie auf den anderen Bildern so braune Haare oder ähnliches. Deswegen sage ich not at all. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Was haben wir gehört? Nur ein bisschen. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Was haben wir erzählt? Es ist einfach nur, dass so ein Schmock mit einer Knarre im Badezimmer war. Aber, ne? Wen sollten wir denn verraten? Also, zumindest, wir haben halt nur irgendwas über eine Knarre gesagt. Was genau passiert ist, keine Ahnung. Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. Max zieht ihre Tasche auch niemals aus, oder? I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it, and now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Ah,
Musik! YouTube wird mich hassen! This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. Chloe, I'm coming. What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get scared. Just let me in now. Gott verdammt. Das war schon mal nix. Rotz. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? This is going nowhere fast. I better look someplace else. Ja, verfickte Scheiße. Wo soll ich mich denn verpimmeln? Ah! Ah, ich hab's verstanden. One second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Giving you exactly 3 seconds to open the shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait, is that grass? You been token up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Haha! Scheiße, Alter, was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt raus oder? Oh, das ist natürlich scheiße. Das ist jetzt die gute Frage. Ich kann mich nicht entscheiden. Und wieso sollen wir eigentlich rausgehen? Weil, naja, eigentlich würden wir... Wir wollen ja unserer unserer Freundin helfen und so, aber eigentlich geht es uns ja auch halt gar nichts an. Wir gehen erstmal raus und gucken mal, was passiert. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're a badass, Max, let me show you my new toy. Ich weiß nicht, ob das so eine coole Idee war. I'm Price. Chloe Price. Bang! Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hickhole. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Das ist halt irgendwie richtig, weil, ehrlich gesagt, ich bin mit der Entscheidung auch gar nicht so zufrieden. Weil, naja, es geht mich halt hier auch nichts an. Deswegen werde ich das auch wieder zurückmachen. Ich meine, nee.
coming. What are you doing? Chloe, you're... Don't get small. Na komm, auf, geh wieder rein. What's going on in... So, das hätten wir. Ich werde mich jetzt erstmal verstecken und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir uns versteckt halten. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce, like now. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe, someday you'll grow up. Hey, okay. Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Ah, das ist so eine unfaire Entscheidung. Ich kann mich nicht entscheiden. Wenn wir das nämlich jetzt ja einfach so lassen würden, dann, ja, also wir wissen ja von ihrer Scheißkanone jetzt beispielsweise nicht, ne? Aber wiederum müssen wir an unsere Zukunft denken. Das ist halt echt asozial. Aber es ist halt unsere beste Freundin und der Typ ist ein Wichser. Und sonst hätte er sie halt nicht geschlagen. If I use my power, it might help. Wir gehen zurück. Machen das gleiche nochmal, aber diesmal bleiben wir draußen. Beziehungsweise gehen raus. Sind glücklich und dann hauen wir aus dem Fenster ab und ja. Na toll. Jetzt bin ich falsch gerückt. Ich depp. Scheiße. Es tut mir leid, Jungs und Mädels. Es tut mir leid. Ich muss nochmal ganz kurz den Rotz hier zurückspulen. Dann geht das auch ganz schnell. Komm, heute noch bitte. Wäre voll geil. Ist ja wunderbar. Don't get smart. Just let. Traumhaft. Wir waren das und wir gehen jetzt raus. So, das hätten wir. Max. Danke. So. Ihr geht's gut, uns geht's gut. Wir wissen, dass sie eine Knarre hat und jetzt hauen wir ab. Awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, slowpoke! Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ja, Mann, genau so sieht's nämlich aus. Das ist nämlich der Platz, wo wir unsere Episode angefangen haben. Ist total krass. Das ist total krass, hier ist halt, da war zumindest dieser Wirbelsturm. Und ich werde jetzt hier einen Schnitt machen, damit wir das alles ein bisschen spannend halten. Und im nächsten Part geht es dann direkt weiter. Was uns erwartet, kann ich euch noch gar nicht sagen. Wie gesagt, ich glaube ab dem vierten Part war ich schon blind. Und ja, in dem Sinne, ich bin jetzt raus und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Meine lieben Zuschauer, haut rein, bis dann.